Das 2001 von Nintendo entwickelte Handheld Pokémon Mini gilt als kleinste Spielkonsole der Welt. Das nur 70 Gramm schwere Gerät verfügte über 4 Kilobyte RAM, einen Schwarz-Weiß-Bildschirm und eine 8-Bit-CPU. Spiele wie Pokémon Tetris, Pinball Mini oder Zenicards konnten über austauschbare Spielmodule in das Gerät gesteckt werden. 2005 wurde das Handheld erfolgreich gehackt, was das Entwickeln von Emulatoren und eigenen Spielen ermöglichte. Die tragbare Variante des Sega Genesis, der Sega Nomad, erschien 1995 aufgrund des mäßigen Erfolgs nur in den USA. Angetrieben von einem 16-Bit-Hauptprozessor und 64 KB RAM war es möglich, alle Genesis-Module mit dem Handheld zu nutzen. Leider war der mobile Begleiter nicht sehr erfolgreich. Dies mag daran liegen, dass bereits 32-Bit-Konsolen wie der Sega Saturn oder die PlayStation den Markt erobert hatten. Für ein Handheld ließ die geringe Batterielaufzeit von ca. 2 Stunden außerdem zu wünschen übrig. 1991 erschien der Barcode Battler, der in Japan große Erfolge feierte, in allen anderen Ländern allerdings floppte. Das Handheld enthielt nur ein eingebautes Spiel, das das Geschehen durch Zahlen anstatt von Grafik darstellte. Um zu spielen, mussten Barcodes der beiliegenden Karten oder von beliebigen Produkten gescannt werden, die im Spiel dann in Monster oder Helden umgewandelt wurden. Das 2005 von Tiger Telematics entwickelte Gizmondo gilt mit weniger als 25.000 verkauften Einheiten als größter kommerzieller Flop unter den Handhelds. Besonders interessant wäre das erste GPS-Videospiel Colors gewesen, das nie veröffentlicht wurde. Durch Nutzung von Augmented Reality sollte es möglich sein, die Bewegung von Spielern in Echtzeit zu verfolgen. Die mangelnden Verkaufszahlen des Geräts sollten nicht das einzige Problem bleiben, denn Executive Stefan Eriksson war immer wieder in Machenschaften mit der schwedischen Uppsala-Mafia involviert. Nachdem das Unternehmen 2009 mit Schulden von 300 Millionen Dollar die Insolvenz anmelden musste, zerstörte Eriksson auch noch einen seltenen Ferrari Enzo und wurde später wegen seiner kriminellen Handlungen verhaftet. Spieler berichteten außerdem, dass sich das aus Weichplastik bestehende Gehäuse mit den Jahren immer mehr zersetzte und sich irgendwann wie weich gekautes Lakritz anfühlte.